Ich nehme die Verhandlungen über den Punkt 10 der Tagesordnung wieder auf. Am Wort war der Herr Kollege. Es geht weiter mit der pausierten Debatte zum Islamgesetz. Herbert Kickl, der Sozialsprecher der FPÖ, setzt seinen Redebeitrag fort. Nehme die Rede dort auf, wo ich aufgehört habe, nämlich bei der Papageienrolle der ÖVP im Zusammenhang mit den Ausführungen der deutschen Bundeskanzlerin Merkel. Und es geht um das neue Glaubensdogma der ÖVP, dass der Islam zu Österreich gehört. Und ich möchte in dem Zusammenhang die eine oder andere Frage an die Abgeordneten der ÖVP, aber natürlich auch an den zuständigen Minister stellen. Was heißt es denn, meine Damen und Herren, dass etwas zu einer Sache gehört? Was heißt das denn? Das wäre mal interessant, dieser Sache etwas näher auf den Grund zu gehen. Ich will Ihnen helfen. Die Tatsache oder der Ausspruch, dass etwas zu etwas gehört, das heißt, dass diese Sache ohne dieses Etwas schlicht und ergreifend nicht vollständig wäre, dass dieser Sache ohne dieses Etwas etwas ganz, ganz Wesentliches fehlen würde. Damit Sie es von der ÖVP auch verstehen, ein Ding zum Beispiel ohne Eigenschaft ist kein Ding, Herr Kollege Lopatka. Ja. Ein Ding ohne Eigenschaft ist kein Ding. Eine Familie zum Beispiel ohne eine weibliche Mutter und einen männlichen Vater und ohne Kind und ohne Kinder ist auch keine Familie, auch wenn Sie sich in der Zwischenzeit da schon verabschiedet haben. Aber das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und vor diesem Hintergrund ist der Satz, der Islam gehört zu Österreich, zu überprüfen. Denn ich hoffe nicht, dass Sie das tatsächlich so gemeint haben, dass wenn es den Islam in Österreich nicht gäbe, Österreich etwas Substanzielles fehlen würde. Denn das bedeutet dieser Satz und deswegen wird er nie und nimmer unsere Zustimmung finden. Und deshalb kann ich auch, dem Philosophen Rudolf Burger nur zustimmen, der den Satz der Frau Merkel, den Sie nachplappern, hergenommen hat und gesagt hat, das ist der dümmste Satz, den er von der Frau Merkel jemals gehört hat. Er hat vollkommen recht, denn das, was Sie vielleicht zum Ausdruck bringen wollen, ist etwas ganz etwas anderes und das kann ich auch unterschreiben. Es muss heißen, Muslime gehören als Staatsbürger zu Österreich und es ist etwas völlig anderes, als zu sagen, der Islam gehört zu Österreich. Sie sollten einmal ein bisschen über diese Dinge nachdenken, denn Sie sind ja ein gebildeter Mann. Das, was ich jetzt gesagt habe, Muslime gehören als Staatsbürger zu Österreich, das ist ein empirischer Befund, das ist Ergebnis ihrer Zuwanderungspolitik, mehr oder weniger, das ist das Ergebnis einer einschlägigen Geburtenpolitik, aber jedenfalls bedeutet es, dass daraus konkrete Handlungen abzuleiten sind und diese Handlungen heißen, dass es hinausläuft auf eine Trennung von Staat und Kirche, dass es hinausläuft auf den Schutz von Freiheit, Demokratie und Menschenrechten und wenn ich diesen Satz nehme, dann heißt das auch, dass unterm Strich eine klare Überordnung von staatlichem Recht gegenüber religiösen Gepflogenheiten und religiösen Regelungen zum Ausdruck kommt. Das erreichen Sie aber nur mit diesem Satz und nicht mit dem von Ihnen strapazierten. Das Gesetz, das Sie heute auf den Weg bringen wollen, gewährleistet das jedenfalls nicht. Und jetzt können wir noch etwas tiefer gehen und eine weitere Frage hinten anhängen, die ich auch an die SPÖ richte. Wenn der Islam zu Österreich gehört, ja welcher Islam gehört denn dann zu Österreich? Welcher Islam? Denn das sollte sich in den Jahren der Vorbereitung für dieses Gesetz ja schon zu Ihnen herumgesprochen haben, dass es den Islam nicht gibt. Sie verhandeln seit 2 Jahren herum und bis heute ist diese IGGÖ nicht in der Lage, ihre eigenen Glaubensgrundlagen auf den Tisch zu legen. Kollege Stefan hat es ausgeführt. Sie beschließen ein Gesetz für etwas, das noch nicht einmal legitimiert ist in einer Form, die aber die Voraussetzung dafür wäre, dieses Gesetz zu beschließen. Das bringen auch nur Sie zusammen. Also welchen Islam meinen Sie denn? Meinen Sie damit wirklich die Glaubensgemeinschaft, die islamische Glaubensgemeinschaft IGGÖ? Das ist also jetzt der Islam in Österreich. Das ist interessant. Das ist dieser Verein, der ein Promille der ungefähr 600.000 Muslime in Österreich vertritt. Das ist also jetzt der Islam in Österreich. Ich sage Ihnen eines zu dieser IGGÖ, meine Damen und Herren. Dieser Verein muss sich den Vorwurf gefallen lassen, dass er in Wahrheit die politisch organisierten Islamisten und deren Organisationen in Österreich vertritt. Das ist die Wahrheit über die IGGÖ. Denn in diesem Schura-Rat, von dem so oft die Rede gewesen ist, dort sitzen sie alle drinnen. Atib, Mili Görös und die Muslimbrüder. Das ist nicht eine Antwort auf die, oder das hat nichts damit zu tun, eine Religionsgemeinschaft irgendwo in ihrer inneren Organisation zu regeln, sondern das, was sie hier auf den Weg bringen, ist eine Einzemmung
Zementierung, eine Einzementierung des Islamismus in Österreich. Sie erledigen mit diesem Gesetz die Interessen von Saudi-Arabien und der Türkei, die eine expansive Politik hier machen, aber Sie erledigen mit Sicherheit nicht die Interessen der Muslime in Österreich. Und das schreibe ich Ihnen noch einmal ins Stammbuch. Es müsse heißen, Muslime gehören als Staatsbürger zu Österreich, aber nicht der Islam gehöre zu Österreich, sagt Herbert Kickl, der Sozialsprecher der FPÖ.